Hallo, liebe Leute zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel und jetzt gerade eben ist Dienstag, der 29. Januar. Wir haben 15.30 Uhr. Die Märkte sind noch im vollen Gange und in diesem Film heute geht es um den Eurostox. Aber ich möchte eine Liste nochmal zeigen, die hat das letzte Mal schon gezeigt, bedankenswerterweise von Merck Fink hier reingestellt. Das ist der Ausblick auf die wichtigen Termine. Das heißt, wir haben morgen die FED-Sitzung und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Wieder bis es bis zum 1. März weitergeht mit USA und China und dann die EZB-Sitzung am 7. März. Vielleicht machen Sie einen Screenshot, dann haben Sie die Liste auch. Zum Eurostox. Habe ich schon lange nicht mehr drauf geschaut, oder im Sinne von einer Analyse hier auf YouTube veröffentlicht. Der sieht hier kurzfristig ganz gut aus. Wir haben diesen Trend vom Ende September haben wir gebrochen. Und vor uns, jetzt mache ich das Fadenkreuz mal rein. Vor uns liegt jetzt der Bereich, dass wir hier ein Gap haben. Das ist vom 4.12., das ist bei 3189, also 30 Punkte von hier. Dann haben wir das nächste vom 3.12. und das ist bei 3218. So viel erstmal zum Chart. Die Bänder sind in Ordnung, sind beide nach oben gerichtet, gibt es keine echte Signalwirkung. Wir handeln über der 10 und über der 20-Tage-Linie. Wir haben einen fetten Schluck aus der Pulle genommen, hier seit, wann war denn das? Das war seit Ende 2018. Und das sieht man auch hier an den Indikatoren, die sind schon einen ordentlichen Weg gelaufen. Die Stochastik, der Oszillator, gilt bereits seit dem 3. und 4. Januar als überkauft. Aber da mahne ich immer zur Vorsicht, Verkaufssignale sind solche Freunde hier oder sowas. Das heißt, der ist überkauft, das muss man einfach so hinnehmen. Deswegen ist der grundsätzlich noch positiv. Aber ich habe den Eindruck, dass hier ein bisschen der Deckel drauf liegt. Wenn hier ein schwächerer Tag kommt, der ihn unter die 3100 bringt und schließt, muss ich davon ausgehen, dass er nochmal in diesen Trend hier reinfällt. Aber im Moment ist es noch nicht so und diese beiden angesprochenen Gaps sind also das, was der Chart als Widerstand hat. Schauen wir mal in die Scheine rein und da kommen Sie an Goldman Sachs nicht vorbei. Ich kann natürlich einen sehr aggressiven Call legen. Das wäre jetzt hier so ein 3100er. Das ist also ein bisschen weiter drunter, 3080. Aber das wäre ein Hebel von ungefähr 40. Das ist selbst mir zu heiß. Das mache ich ganz gerne mal im Daytrading, aber nicht im Handel über den Tag hinaus. Das geht einfach zu schnell. Deswegen, ich habe einen gesucht und auch gefunden, der liegt hier drunter, unter dieser Mini-Zwischenbewegung hier, die wir haben. Und das ist der hier, ein 3026er Open End. Von Goldman, das ist die GA1B7Q. GA1B7Q. Wie gesagt, 3026. Es ist nicht meine präferierte Richtung. Ich habe, wie gesagt, den Eindruck, hier ist irgendwo so ein bisschen der Deckel drauf. Also deswegen schauen wir mal nach Short. Und die Shorts möchte ich gerne hier oben drüber liegen. Dieses Zwischenhoch ist 3242 und da sollte er drüber liegen. Ja? Noch ein bisschen hier drüber, also 3260. Da kann ich den Hebel ein bisschen hochnehmen. Gehe mal hier auf eine 27. Dann habe ich sowas hier. 3274,5 im Moment. Das ist ein Put ebenfalls von Goldman Sachs bei der GM7CBJ. GM7CBJ. 3274. Ich präferiere letzteren, also den Put, weil nochmal, ich glaube, hier ist irgendwo der Deckel drauf. Und wenn das hier anfängt zu kippen und das MACD wird schon ein bisschen weicher, dann nimmt er auch mal seine 100, 150 Punkte nach unten wieder mit. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.